Hallo und willkommen zurück bei Kingdom Come Deliverance. Wir haben ganz früh am Morgen, kurz nach 6, wir sind hier mit der Erste, der aufgestanden ist. Und Köter ist am Start und Pebbles natürlich auch. So, und jetzt ziehen wir direkt los. Ah, Vorsicht, den Holzstapel da schön stehen lassen. Wir machen alle zusammen eine schöne Wanderung Richtung Wald, denn wir haben in der letzten Folge von einem netten Herrn oben aus Rattay drei Fallen bekommen für Nachtigallen. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich habe noch ganz grob im Kopf, wie sich die Nachtigall anhört. Und er hat gemeint, wenn wir die hören, dann sollen wir da auch eine Falle aufstellen. Und ja, ich bin gespannt. Das ist die Quest, die mir, als ich es damals zur Release gespielt habe, besonders in Erinnerung geblieben ist, weil ich es nicht geschafft habe. Eine hatte ich, glaube ich, gefangen, aber wir brauchen drei. Und ja, mal schauen, ob es funktioniert. Wir haben ja auch so einen groben Bereich, wo wir hingehen sollen und wo die sich aufhalten. Jetzt ist natürlich die Frage: Ist die Nachtigall tagsüber überhaupt aktiv? Oder übernimmt die Tagschicht die Tagigall? Weiß ich nicht. Die kann natürlich schon wieder ganz anders klingen. So, wo müssen wir denn lang? Hier in die Richtung waren wir eh noch nicht wirklich unterwegs. Also schon so ein bisschen, aber wir müssen da hinten hin. In den Bereich. Und da kommt jetzt ein bisschen was Neues auf uns zu. Na, das ist doch schön. Endlich mal eine neue Ecke. Hund folgt uns, ne? Der ist hier irgendwo. Ah ja, da ist er. Genau. Ja, vielleicht kriegen wir unterwegs auch mal einen Hasen zu Gesicht. Dann können wir mal ein bisschen Fleisch organisieren und unserem Hündchen zum Essen geben. Ich fände es auch cool, wenn man Pebbles so mal irgendwas geben könnte. Einen Apfel oder so. So, was haben wir denn hier für ein Gebäude? Aha. So ein Planwagen. Das wäre doch, Pebbles, würdest du alleine so einen Planwagen wegbekommen? Da würde ich gerne einen hinten an deine Anhängerkupplung dran bauen. Da können wir nämlich mehr Loot mitnehmen. Moment mal, habe ich mich jetzt versehen? Hat das Gebäude keinen Eingang? Hier? Ah ja, okay, hier so ein bisschen. Aha. Oh, warum liegt hier Stroh? Gibt es bestimmt ein paar Leute, die da besser Bescheid wissen und sagen, ja, nee, das ist Heu. Keine Ahnung. Ich kann es bis heute nicht auseinanderhalten. So, Pebbles, na gut. Hier scheint nichts los zu sein. Wir ziehen mal weiter. Wir haben noch einen langen, langen Tag vor uns. Ja, gut, die Hütte ist natürlich verlassen, ne? Oh, Köter hechelt ganz schön. Die Zunge, die ist ja sehr, sehr nass. Schöner Effekt, dass sie auch daran gedacht haben, dass wenn er hechelt und sabbert, dass auch die Zunge so ein bisschen halt, naja, feucht oder nass wirkt. So, einmal quer übers Feld. Fallen müssten wir im Inventar haben. Ne? Die hat er uns direkt gegeben. Die musste ich nicht noch separat aufnehmen. So, hier wurden Bäume gefällt. Okay, auch noch mal ein kleines Feld. Ja, ich gucke mal, nicht, dass hier zwischendrin auch mal wieder so ein kleiner Schatz ist und wir was Schönes finden. Ach so, was mir einfällt, wir müssten unter Umständen. Ah ja, genau, die hatten wir nämlich die ganzen Sachen wieder abgelegt. 11 normale Jagdpfeile haben wir noch, aber wir haben noch 41 verbesserte und 25 Wundpfeile. So, unseren Schild und unsere Gespielen legen wir natürlich an, falls es hart auf hart kommt und wir wieder irgendwie überfallen werden oder so. Ich will mal hier unten lang. Dann habe ich da direkt. Ah, da hinten. Das sind, könnten wieder Köhler sein. Haben wir direkt Waffe und Schild zur Hand. Das ist ein Wanderer, okay.
Da hinten stehen auch so ein paar Sachen rum. Ich vermute, hier wird Fisch gefangen. Ja, das sieht aus wieder wie so eine Köhlerecke hier von. Komm, wir gehen mal hin. Fühlen die sich bestimmt auch wohl, wenn hier einer mitten aus dem Wald einfach so mit dem Pferd auftaucht, statt vom Weg. Nee, geköhlert wird hier nicht, ne? Die hatten andere Brennöfen. Das sind aber... Ach so! Ah, Leute! Das hier ist die Scheiterhaufenfabrik für die vielen, vielen Hexen. Irgendwo müssen ja auch die Scheiterhaufen hergestellt werden. Doch, ein Köhler. Ach doch! Verdammt! Ja, da ist so ein... Hier ist so ein Ofen. Genau. Ja, tut mir ja leid. Bin ich wieder auf dem... Habe ich sie verletzt? Ah, okay. Aha. Könnt schon. Okay, doch keine Scheiterhaufen. Aha. Warum die Äste da noch drauf liegen? Na gut. Okay, dann lassen wir die mal hier in Ruhe ihre Arbeit wieder machen. Und ziehen mal weiter. Wir müssten schon darüber. Jetzt weiß ich nicht, ging es davon drüber oder? Okay. Ja, beim Peschek da, bei der Mühle, ist eine Brücke. Hier kommt keine Brücke. Wow, okay, na gut. Es ist nicht wie heute, dass alle gefühlt 100 Meter eine fette Brücke hast, um irgendeinen Fluss überqueren zu können. So war das damals mit Sicherheit nicht, ne? Ja, davon, da sah es ein bisschen so aus, als ob das Wasser flacher wäre. Da wäre man eventuell rübergekommen. Ja, Köter hechelt ganz schön. Aber es ist ein netter Effekt, dass wenn man eine Weile mit dem unterwegs ist, er auch hechelt. Ich glaube, das macht er nicht, wenn ich zu Fuß unterwegs bin. Ich guck mal davor an die Stelle, wo ich meinte, dass da noch ein bisschen was anderes rumsteht. Also der isst nur Fleisch, ne? Der Hund, kein Fisch. Hier meinte ich. Ja, doch, das sieht gut aus, oder? Pebbles, kommst du hier durch? Ja, passt doch, ja, gut. Oh, was hängt denn da drüben dran? Der Fisch ist jetzt nicht mehr brauchbar. Schnaps! Oh! Na sowas. So, komme ich hier jetzt auch noch drüber. Hier? Geht das? Ja? Ja, Pebbles, sehr gut. Oh, 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 hier ist relativ tief. Ich weiß halt überhaupt nicht, wenn es zu tief wird, ob dann Pebbles und ich untergehen oder ob es einfach nicht weitergeht. Ich habe keine Ahnung, ob man ertrinken kann oder ob da das Spiel automatisch eine Grenze setzt, an dem es dann sowieso nicht weitergeht. Hab ich keine Ahnung. Ich habe es, glaube ich, noch nicht probiert. Können wir mal probieren irgendwann, aber vielleicht, wenn der Heinrich mal wieder zu viel gesoffen hat. So, was hängt hier drüben jetzt noch dran? Ach hier, das sind auch so kleine Fischchen. Ah ja. Na gut. So. Vranika Wald entdeckt. Okay. Gut. Ja, die Raben oder was das waren, die müssten jetzt bitte mal still sein, wenn ich gleich hier die Nachtigallen suche. Ach ja, okay. Da zeigt es mir gerade an. Da sind wir auch schon im Gebiet. So, Pebbles, wo stelle ich dich denn hier mal ab? Hier vorn vielleicht? Das sieht doch aus wie eine kleine Parklücke. Okay, jetzt muss ich genau hinhören. Ich mache mal den Sound auf meinen Kopfhörern ein bisschen lauter. Okay, wir sind da. Das ist jetzt so das Gebiet. Alles klar. Da kommt dann irgendwann noch ein Weg.
So. Und dann will ich mal gucken, wo haben wir diese Teile drin? Die sind doch bestimmt hier. Leerer Vogelkäfig, genau. Und den kann ich dann... Muss ich den fallen lassen, oder? Oder muss man die irgendwo anbringen? Naja, ich versuche jetzt mal hinzuhören. Oh, ein Häschen. Tja, war das jetzt eine Nachtigall? Also das sind locker 3 oder 4 Vogelgezwitscher durcheinander. Ach du Scheiße, okay. Das wird schwieriger als gedacht. Yay! Oh Mann. Aber bitte nicht verraten, wo die hier sind oder an welchen Bäumen da am ehesten. Oder vielleicht ist es auch zufällig bei jedem ein bisschen anders. Doch, das ist eine, oder? Doch. Das, was wir hier hören, das hört sich danach an. Okay, pass auf. Also... Soll ich die jetzt einfach hier fallen lassen, diesen Vogelkäfig, weil ich habe hier keine andere Möglichkeit? Ah ja, okay, jetzt ist er hier. Leerer Vogelkäfig, okay. Ich glaube, das ist der Sound. Um es mal genau wiederzugeben. Und ich meine, das kommt von hier. Könnte auch von hier kommen. Oder hier? Ja, schon eher hier. Ich glaube, hier ist es lauter als bei dem. So, komm mal mit. Doch, ich glaube eher hier. Ich weiß nicht. Weiß nicht genau, wie nah man dran sein muss. Also hier ist schon sehr laut, ne? Das klingt jetzt so, als ob das hier so hier ist, wo gar kein Baum ist. Also hier ist am lautesten. Also für mich hört es sich hier am lautesten an, wenn ich ehrlich bin. Da lege ich jetzt hier nochmal eine hin. So, das wird aber eine Weile dauern, ne? Wo ist sie denn? Hier. Okay, und die habe ich doch aber als Markierung... Genau, die habe ich Gott sei Dank auf der Karte. Die würde ich nie wiederfinden. Okay, dann haben wir hier eine hingelegt und dann gehen wir mal ruhig in die Richtung weiter. Oder warte mal, ist es hier? Nee, jetzt ist wieder hinter mir, also dort. Okay, das wird schon da irgendwo sein. Gut, ich denke, dass das auch der Sound ist. Oh, oh, alte Mauern. Jagdgebiet Rehe. Okay. Aha. Ich muss mal was nachschauen. Schade. Wer Dark Souls kennt, weiß, warum ich das mache. Es wäre auch dumm, wenn das eine unsichtbare Wand wäre. Weil, naja. Ah. Okay.
Aber das ist ja wirklich nur noch ein Stück Mauer. Hier ist ja nichts mehr dran. Ich hätte gedacht, hier dahinter sieht man noch ein bisschen vom ursprünglichen Gebäude, aber nee, nur noch so ein bisschen Schutt liegt hier rum. Ah, guck mal, das ist ein Lager. Könnten aber auch wieder Wilderer oder so sein. Oder halt Banditen. So, okay. Also, ich meine, wir hätten eine Falle ganz gut gestellt schon. In der Hoffnung. Da höre ich schon wieder was. Warte mal. Hier. Ja, ich denke, das ist der Sound. Ne? Pass auf, dann stelle ich hier die zweite hin. Kann auch sein, dass ich jetzt komplett falsch bin und der Aufgabe begonnen, Falle aufgestellt. Ja. Ah, kühlt euch hin. So, ich muss dann vermutlich später einfach irgendwann hierher zurück und hoffen, dass da was drin ist, oder? So nach einem Tag vielleicht, zwei. So, und jetzt noch einmal drauf achten. Ich denke, es gibt mehr als drei Stellen, an denen die Nachtigallen hier unterwegs sind. Das ist der Weg, ne? Ja. Okay, dann schauen wir mal hier drüben. Oder hören mal hier drüben, besser gesagt. Aber das fand ich damals schon eine richtig gute Idee für eine Quest. Auch nach wie vor. Ist halt mal was anderes, ne? Nach Gehör. Ne, das war eine Eule, glaube ich. Nee. Ja, also alle anderen Vogelgezwitscher kommen hier deutlich häufiger vor und immer durcheinander. Aber wenn dieses eine prägnante Vogelzwitschern kommt, dann hört man fast nur das. Oder denke ich, dass es dann auch wirklich der Sound der Nachtigall ist? Sind wir noch im Gebiet? Ja. Ah ja, okay. Ein bisschen südlich jetzt. Kann natürlich auch sein, dass es wirklich nur drei Stellen maximal gibt. Oh, ist ganz schön windig hier oben auf dem Hügel. Hat man gerade richtig gehört, wie so ein Windzug durchkam. So, dann gehen wir doch wieder hier runter auf die andere Seite. Ich höre da gerade gar nichts mehr raus. Oh, jetzt sind wir auch aus dem Suchgebiet raus. Ein bisschen hier rüber Richtung Osten. Halt. Naja, wobei eher Richtung Norden, Nordosten. Ja doch, ich gehe stark von aus, dass das der Sound war, den wir vorhin gebraucht haben. Bei dem die beiden Fallen schon stehen. Okay, also nur noch eine. Und dann schauen wir einen anderen Tag mal vorbei und dann ist da hoffentlich auch so eine Nachtigall drin. Alles gut, Köter? Nee. Ich höre nichts mehr.
Da ist ein Hase, den versuche ich jetzt mal mitzunehmen. Ich weiß nicht, ob der Hund frisst er nur rohes Fleisch, ne? Wenn ich dem das koche, frisst er das dann auch noch? Ach, komm schon. Ah, perfekt. Oh, ist nicht dein Ernst, ey. Da hält das Tier schon still und ich treffe es immer noch nicht. Ist aber auch, ne? Alter, jetzt rechts daneben. Komm schon, links-rechts-Kombo und jetzt in die Mitte. Nein, reit doch, er hoppelt doch nicht weg. Ach, komm, ist nicht dein Ernst. Wow. Okay, das Häschen hat es jetzt echt verdient, auch einfach weiterzuleben. Dann sind wir es nicht wert, das Tier zu erlegen. Ah, shit, der ist zerbrochen. Können wir da nochmal mit Panzertape was zurechtkitten, dass der wieder flugfähig wird? Shit, wo sind denn meine anderen Pfeile? Na gut, die sind hier hinten irgendwo gelandet. Mist. Das war echt eine erbärmliche Vorstellung. Ja, vielleicht wird der Heinrich noch. Ach, hier war doch was. Ah, ne, ist Köter. Vielleicht wird der Heinrich auch Bogenschießlehrer? Oder es liegt am Bogen vom Hans, den wir ihm ja mal abgeluchst haben. Mist. Oh, was ist das denn für ein Loch? Ach, das ist ein Baumstamm ausgehöhlter. Ach so. Ich dachte, das wäre so ein Kaninchenbau oder so. Wäre jetzt lustig, wenn hier so ein Vieh rausgesprungen kommt und ihm uns direkt an den Hals. Da hoppelt wieder eins. Wir sind noch im Suchgebiet, ne? Aber ich höre es nicht. Genau, da sind die anderen beiden Fallen, die wir schon gestellt haben. So, du bist jetzt dran. Pass auf. Ach, warte mal, was? Was stand da? Hohl. Ach. Aha. Ach, lol. Ich mach's dir ein bisschen einfacher. Ach, das ist aber krass. Okay, ist hier abgefahren? Ach ja, stimmt, Pelze bekommen wir jetzt auch. 25 Fleisch, ey, das ist nicht schlecht. Ah, feiner Hund. Ja, wo ist er? Ja, wo ist er? Braver Junge. Ja. Braver Heinrich, hat er So ist's gesagt. recht. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. Ach, das ist angeblich wieder gestohlen. Hat das jetzt gegessen? Ah ja, ah, okay. Hundeflüsterer, neue Stufe erreicht. Ja, cool. So, wir sind aber immer noch auf Nachtigallsuche. Ah, ja, da haben wir schon zwei gestellt. Deswegen hätte ich gedacht, dass hier drüben noch irgendwo. Ja, aber vielleicht kann natürlich sein, jetzt ist es schon wie spät. Vielleicht haben die schon Feierabend, die Nachtigallen. Ey, die ist zugedeckt. Da ist was drin. Oder? Danke für die Rückmeldung, Spiel. Ob das jetzt. Weil vorhin, als ich die gelegt habe, da war die doch nicht zugedeckt. Genau, wir haben nur noch einen leeren Vogelkäfig. Der andere taucht jetzt hier nicht mehr auf, aber im Questlog müsste doch. Also, ich denke, eine haben wir gerade. Komm, dann müsste ja in der anderen Falle, wenn die richtig gestellt war, auch was drin sein. Also eine haben wir. Da hätte ich jetzt gerne eine Rückmeldung bekommen, sowas wie 1 von 3 oder so. Wow. Da ist die andere. Die ist auch zugedeckt.
Okay, cool. Also, dann sollte das funktioniert haben. Da sind dann die Vögel schon mal drin. Perfekt, da brauchen wir nur noch einmal das Gekreische der Nachtigall. Aber da könnte es halt echt sein, dass die gegen Mittag, vielleicht machen die auch Mittagsschläfchen oder so. Wie sind denn die Arbeitszeiten von so einer Nachtigall? Christian Martin Lopez. Aha. Ja, na gut, wir waren hier oben noch nicht. Vielleicht brüllt hier drüben noch eine rum. Ja, wobei, wenn wir schon mal hier sind. Ach Mist, haut er nicht ab. Nee, das ist er nicht. Was da gerade so laut war, das war keine Nachtigall. Schade. Den Pfeil finde ich nie wieder. Hat er gesessen? Nee, da hoppelt's noch. Oh, hier ist auch eins. Ach Mist. Ich glaube, das sind gleich die letzten normalen Jagdpfeile. Jo, das war's. Scheiße. Hat Köter gerade gebellt? Ah, ne, hier ist da noch einer. Ich nehme mal diese Wundpfeile. 115 Schaden. Ne, dann nehme ich erstmal die Jagdpfeile, die verbesserten. So, haben die ein anderes Flugverhalten? Oh, die haben ein anderes Gefieder hinten dran. Oder? Ach, komm schon. Jetzt weiß ich, warum es mehrere Modifikationen oder Mods gibt für das Spiel, die beim Bogenschießen so einen Punkt hinzufügen, dass man sieht, wo man hinschießt. Ha! Entschuldigung. So. Stimmt, ich habe schon wieder vergessen, dass wir auch die Pelze bekommen. Die können wir dann, denke ich, ganz okay zu Geld machen. Was ist das hier? Nichts. So. Ja, ich würde denken, die Zeit für die Nachtigallen, die ist schon vorbei. Da müssen wir entweder bis zum Abend warten. Vielleicht kommen die so ab 18 Uhr oder so wieder. Oder halt bis zum nächsten Morgen dann nochmal irgendwann mal früh hier wieder vorbei. Aber ich glaube, die Uhrzeit, in der die aktiv sind, die ist überschritten. Weil das war schon sehr, sehr prägnant, das Vogelgeräusch der Nachtigall. War dann doch, wenn man dran war, deutlich lauter als alles andere, was man hier so hört. Das ist krass, wenn man sich mal drauf konzentriert, wie viele verschiedene Vogelgezwitscher man hier wahrnehmen kann. Das ist schon echt abgefahren. Was ist das hier? Ach, das ist ein umgestürzter Baum. Das sah aus der Ferne aus. Irgend so ein komischer, keine Ahnung, Gegner. Ja, hier sind wir alle schon mal abgelaufen. Ich denke nicht, dass wir hier heute noch mehr Erfolg haben. Okay, gut, pass auf. Pebbles, wo bist du? Pebbles war... Wo habe ich denn Pebbles hingestellt? Scheiße, beim Weg da unten irgendwo. Ich glaube hier irgendwo, oder? Och, Heinrich, komm. Hey, da war wieder eine Eule. Was gibt's denn alles so für Vögel? Amsel, Drossel, Fink und Star. Nachtigallen, Eulen. Und so weiter. Ja, Raben sieht man hier immer mal. Okay, dann denke ich, pass auf, ich pack mal den Bogen weg. Es sei denn, es kommt noch mal ein Hase vorbei gehoppelt. Dann nehme ich den noch mal mit. Und das Fleisch könnten wir braten, ja. Das ist eigentlich eine gute Idee. Hatte ich ja auch schon mal als Idee. Da kriegen wir dann eventuell noch mal mehr Geld. Müssen wir mal schauen.
Aber ist ja schon mal nicht schlecht. Bin schon mal zufrieden. Wir haben schon mal zwei Nachtigallen bekommen. Passt. Wäre halt nur geil, wenn das hier in der... Finde die Nachtigallen, wenn es hier angegeben würde, dass ich zwei habe. Weil laut Inventar... Hier ist nur der leere... Ach, hier bei Questgegenstand vielleicht. Ach ja, okay. Hier ist es drin. Okay, super. Ja, nee, dann haut's hin. Ja, passt. Wunderbar. 2 von 3. Bin ich schon mal zufrieden. Und dann entweder am heutigen Abend, wenn das irgendwie passt, oder halt an einem anderen Morgen mal irgendwann hier hin und die letzte Nachtigall suchen. Was ist das da hinten für ein Ort? Ach, da sollen wir sowieso hin, wegen der Hauptquest. Spüre Stinker auf. Wir hatten doch aber auch noch... Genau. Das ist der Henker. Da können wir auch erstmal nochmal zu dem und reiten nicht dahinter ins nächste Dorf. Ich habe keine Ahnung, wo ich Pebbles abgestellt habe, ehrlich gesagt. Ach, da habe ich es abgestellt. So ein Zufall. So, los geht's. Ihr beiden. Gut, wir quatschen mal mit dem Henker. Der, ach so, was ist das hier? Freund oder Feind? Da gibt's was zu essen. Ach, hier, die Sägemeister, die Holzfäller. Aha. Hallo. Hier, ich kann euch was in den Topf packen. Wofür ist das eigentlich gut? Hä? Achso, ich könnte nur gebratenes Hasenfleisch da reinpacken, ne? Wie viel Hunger hat denn der Heinrich? 69, okay. Lass mich doch mal... So. Dann essen wir jetzt auch mal was. Und das macht wie viel? Plus 25 Sattheit gibt das. Das wollte ich mal wissen. Aber ich... kann mit... Doch. Ich wollte mit ihm reden. Guten Tag. Hallo. Ja, okay. Lebe wohl. Ja, ich weiß, wir können mit jedem reden und steigert dann die Redekunst, aber... Die haben in der Regel nicht so viel anderes zu sagen und ständig dasselbe zu hören ist auch irgendwie auf Dauer ein bisschen ätzend. So. Ich denke, wir werden noch genügend... Zeit zum Reden haben mit unserem Heinrich. Ja. So, komm, wir flitzen mal ein bisschen hier. Also aus der Ferne wirkt das schon sehr groß, Rattai. Sieht man erstmal, ja, wie das angelegt ist da auf dem Hügel. Nanu? Gerade, ich hätte da noch gerade eine Nachtigall wahrgenommen, links von uns, aber das war vermutlich irgendwas anderes. Hallo, Herr Wanderer. Rechtskurve, DRS an und dann geht's hier los. Ja, wir müssen jetzt erstmal wieder einen Weg rüber finden. Über den Fluss. Verdammt. Na gut, zur Not reiten wir bis zum Müller. Ah, perfekt. Er ist ja direkt hier vorne. Haha, sehr gut. So ein Glück. Ich weiß gar nicht, wie hatte sich denn Kingdom Come Deliverance damals verkauft? War das ein Erfolg? Man konnte es ja vorher schon lange kaufen, ne? Dann im Early Access. Und dann gab es immer mal Beta-Versionen, die man sich runterladen konnte. Es war ja nicht so ein Early Access auf Steam, wie man es von vielen, vielen anderen Spielen kennt, sondern das gab es nur über deren Website.
als Early Access oder beziehungsweise, naja, so als Beta-Zugang, woraufhin man dann später dann Steam Key oder so bekommen hatte, um es dann bei Steam dann letztendlich auch aktivieren zu können. Aber vorher, da war das über einen eigenen Launcher oder so geregelt. Muss ich mal gucken, wie die Verkaufszahlen waren von Kingdom Come. Würde mich mal interessieren, ob das hoffentlich ein Erfolg war. So, eine Kur... Ach ne, ach shit, da ging es gar nicht lang. Hier oben, oder wie? Ah ja, okay. Den Weg sind wir ja schon zweimal gegangen, als wir den rostigen Ring besorgt haben. Das war auch toll. Ich hoffe, der möchte jetzt noch mit uns reden. Hatten wir nicht dann den Ring von ihm geklaut? Aber mit ihm gekloppt hatten wir uns nicht, oder? Nicht, dass er jetzt nicht mehr so gut auf uns zu sprechen ist. So, wo war denn dieser Eingang? Hier oben. Der hatte ja zwei. Einen an der Seite und einen war da... Naja, vorne oder hinten. So, Pebbles, ich stelle dich jetzt mal hier ab. Das ist hier alles ein bisschen eng. Ja, genau. Hier ist einer. Der ist auch in seiner Hütte drin. Oder? Ah, da ist er ja. Hey, wer ist da? Hey, ich will noch reden. Alles cool. Henker Hermann. Aha, okay. Die weinende Frau. Weißt du, dass du eine weinende Frau vor dem Haus hast? Ich habe ihren Gatten getötet. Was? Du hast ihn getötet? Er wurde rechtmäßig verurteilt. Sie wusste, dass es geschehen würde. Und warum ist... Die Leute würden sie aus der Stadt jagen. Sie hat hier niemanden. Ich dachte, ich kümmere mich um sie. Aber es soll wohl nicht sein. Naja, warum hat sie wohl kein Interesse am Henker Hermann? Weshalb? Das fragst du noch? Ich kann mich nicht einmal zu den anderen ins Wirtshaus setzen. Wenn ich einmal sterbe, schieben sie mich bestimmt mit einem Stock ins Grab, um meine Leiche nicht zu berühren. Ist es wirklich so schlimm? Ich beklage mich nicht. Die Arbeit wird gut entlohnt, aber man lebt wie ein Ausgestoßener. Ich werde sie auch schief ansehen, bloß weil du mit mir sprichst. Und davor fürchtet sie sich auch. Genau. Mhm. Hat die weinende Frau keine Familie? Keine, von der sie weiß. Armes Ding. Du könntest ihr allerdings helfen. Ich? Wie? Ihr Gatte könnte noch Verwandte haben. Mit mir wird niemand sprechen. Aber du könntest mehr in Erfahrung bringen. Okay. Weshalb willst du ihre Sippe ausfindig machen? Willst du nicht, dass sie bleibt? Doch. Sie ist eine wunderbare Frau. Aber ich will sie nicht gegen ihren Willen festhalten. Dieses Leben ist nicht für jeden. Wie großzügig von ihm. Also ich weiß nicht, ob wir sie überreden können, dass sie irgendwie Gefallen am Henker findet. Bin ich mir noch nicht so sicher. Mal schauen, was sie dazu sagt. Was würde sie erdulden müssen, wenn sie bei dir bliebe? Viel, das versichere ich dir. Die meisten würden sich nicht mit ihr abgeben, zumindest nicht öffentlich. Und hätten wir Kinder, wäre es für die noch schlimmer. Ein glückliches Leben hört sich anders an. Es hat auch sein Gutes. Die Arbeit wird gut entlohnt und auch irgendwie geschätzt. Und will jemand einen Knochen richten lassen, ist mein Ruf schnell vergessen. Wie soll ich die Verwandten ausfindig machen? Frag Eliska selbst. Sie weiß ein bisschen über sie. Aber letzten Endes wirst du vermutlich dennoch mit dem Vogt sprechen oder in den Aufzeichnungen des Rathauses nachsehen müssen. Ah ja, okay. Mal sehen, was sich machen lässt. Danke, wenn auch nur für den guten Willen. Ja, kein Problem. So, ich entferne erstmal wieder den Marker. So, dann quatschen wir mal mit ihr. Ah ja, okay, er kommt mit raus. Was ist denn hier drin? Hermann schickt mich. Wo bin ich nur geendet? Nicht verzagen. Es könnte schlimmer sein. Nur der Tod wäre schlimmer. Viel fehlt nicht mehr.
Heinrich, du alter Charmeur. Es könnte schlimmer sein. Naja. Kann ich dich nach deiner Familie fragen? Was willst du wissen? Hatte dein Gatte keine Verwandten? Vielleicht. Er hat ein paar erwähnt, aber wir waren nie zu Besuch. Und mehr weißt du nicht? Nein. Aber wenn sie auch nur annähernd so sind wie mein Göttergatte, wird der Vogt sie kennen. Aha. Hast du denn keine Verwandten? Jemanden, der dich aufnimmt? Nein. Die Pest raffte sie dahin. Und dann bin ich bei meinem Mann gelandet. Ich wusste, dass sie ihn eines Tages aufknüpfen. Das war alles. Was hat denn der Mann gemacht? Jetzt hör auf zu heulen. Allein schon, dass ich mit dir rede. Hör zu. Alle werden sich von mir abwenden. Ich kann nicht. Wir könnten sie noch bestehlen. Nee, das lassen wir mal. Die hat ja bestimmt nichts mehr. Das lohnt sich da gar nicht für uns, wenn ich da die Finger lang mache. Okay, dann quatschen wir mal mit dem Vogt. Eventuell müssen wir wieder irgendwelche Aufzeichnungen, so hunderte Seiten lange Aufzeichnungen durchgehen, um rauszufinden, wer denn da die Verwandten sind. So, jetzt will ich erstmal wissen, was sind denn das für Grüne? Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Wir sollen ja noch mit den Leuten hier als Jobvermittler, genau, sollen wir noch arbeiten. Richtig, Scheiße Schlepper, Wasserträger und einen Koch finden. Ich glaube, der Weg ist nicht unbedingt fürs Pferd gemacht. Da gibt es doch auch einen anderen Weg zu dem Henker, oder nicht? Ach ja, stimmt, der führt aber hier ganz außen rum. Ach so, stimmt. Und hier vorne? Gerber. Da kriege ich doch bestimmt gutes Geld für unsere Hasenpelze. Ja. Da können wir direkt mal hingucken, was so ein Hasenpelz bei der bringt. Schönen guten Tag, Frau Händlerin. Gütiger Gott, was ist mit deinen Kleidern? Wenn du überfallen wurdest, solltest du es melden. Ja, nee, schon okay. Ich war im Wald spielen. Das ist schon... Wohl. So, 25,4 kostet ein Pelz. 4,9. Bei ihr bekomme ich 4,9. Wildschweinleder bringt am meisten bei ihr. Hirschleder, Pferd und Schwein. Ja gut, ich glaube eher weniger, dass wir an Pferdeleder rankommen. Oder an Hundeleder. Ja gut, Hasenpelz ist ja auch sehr klein, ne? Man könnte natürlich auch im Vergleich an deutlich mehr Hasenpelz vermutlich rankommen, rein von der Stückzahl her, als an ja, Wildschweinleder oder Hirschleder. Jetzt einfach, weil die viel häufiger unterwegs sind. So, passt. Okay. So, ja. Bevor wir jetzt hoch zur Burg reiten, nochmal ganz kurz hier rein. Und zwar, wir können doch hier... Gegenstand kochen. Den Pilz. Ernsthaft? Kocht er jetzt alles? Ich hoffe doch. Ah, okay. So. Und das Hasenfleisch? Gekochtes Hasenfleisch? Gekochter Steinpilz. Naja.
5,9 ist da jetzt 1 wert. Ist 1, ne? 1 ist, genau. Ja, würden wir trotzdem knapp 50 Groschen wahrscheinlich bekommen, wenn ich die alle verkaufe. Und das Gekochte, das wollte ich jetzt probieren. Wenn ich hier in den Topf was gebe, geht nicht. Okay, also Hasenfleisch geht da schon mal nicht rein. Was kann man denn? Kann man nur Bier da reinmachen oder Schnaps? Was passiert, wenn ich Schnaps da reinkippe? Naja, auf jeden Fall können wir da morgen wieder draus essen. So, Türchen zu. Dann gehen wir mal hoch zum Vogt. Quatschen mal mit dem, ob der da vielleicht uns mehr sagen kann. Wir können uns mal waschen, ey, nachdem wir vorhin im Wald unterwegs gewesen sind. Na, Köter. So, und bei dir wollte ich noch mal gucken. Sieh mal, was ich für dich habe. Ob der auch das Ganz Gekochte. Lecker. Oder gebratene. Ja, das frisst er auch. Okay. So, hier, kriegst du noch was? Hm, Mampf, Mampf, lecker, lecker. Naja, ist erstmal in Ruhe. Tja, Pebbles, ich weiß nicht, ich kann mich nicht an deine Decke hier gewöhnen. So richtig. Der sieht schon ganz, ganz fesch aus. Hey, Theresa, ach so, warte mal. Hier, ich habe Hasenfleisch für dich. Und Köter geht's auch gut. Du bist wahrlich eine Augenweide. Ja, danke. Ich wünschte, ich könnte dir das Gleiche sagen. Möchtest du etwas? Möchtest du etwas? Ich möchte dich um etwas bitten, Heinrich. Oh Mann. Sicher? Worum geht es? Wie ich hörte, wählst du die Wasserträger aus. Niemand braucht diese Stelle dringender als Antonia. Adam hat nie eine Antonia erwähnt. Keine Überraschung. Aber sie braucht diese Stelle unbedingt. Wer ist denn Antonia? Zumindest ist sie mir noch nicht wirklich aufgefallen oben in der Stadt. Wenn sie denn überhaupt in der Stadt arbeitet. Was fehlt ihrem Gatten? Was fehlt ihrem Gatten denn? Er wurde in Scarlets verwundet und erholt sich nicht. Und Antonia hat kein Geld mehr für die Behandlung. Glaubst du, sie schafft es, diese Eimer zu schleppen? Sie sind schwer und der Weg ist weit. Sie ist keine Prinzessin. Sie packt das. Okay, cool. Na gut. Ich behalte es im Hinterkopf. Im Hinterkopf? Was soll das heißen? Dass ich darüber nachdenke. Der Vogt hat das letzte Wort. Falls er sich weigert, die Stelle einer Frau zu geben, sieh wenigstens zu, dass Bartek sie bekommt. Er hat zwar niemanden auf dem Sterbebett liegen, aber er muss seine Mutter versorgen. Okay, Antonia oder Bartek? Das würde der an Theresa? Jetzt wollte ich schon Andrea sagen. Huch, Entschuldigung. Würde der Theresa bestimmt gut gefallen, wenn wir ihr den Wunsch erfüllen, dass sie Antonia oder zur Not dann noch der Bartek da die Stelle des Wasserträgers bekommen. Ja, erstmal müssen die natürlich zum Bewerbungsgespräch bei uns. Und dann schauen wir uns deren Bewerbungsunterlagen an, deren Lebensläufe und so. Einfach so konntest du damals nicht als Wasserträger arbeiten. Guck mal. Die schleppt das auch hier hoch. Ey, könnte man die theoretisch... Hat das mal einer von euch probiert? Ach ja, die haben sich gerade gegrüßt. Könnte man die den ganzen Tag beobachten, wie die tagsüber hin und her gehen und Wasser holen? Wäre schon interessant. Ja. So, hey Jungs, na, gerade stehen. So. Wo sollen wir denn erstmal mit diesem Alex reden? Auf jeden Fall haben wir noch ein paar Quests hier in Rattay. Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Ofenwarmes Brot und dazu etwas frische Milch. Zwiebeln, die Stadt so. Zum Weinen bringen. Greif zu! Wahrsagerin! Eine Sünde! Ach du Junge Scheiße! Oh Mann! Sicher willst du wissen, was Gott mit dir vorhat? Nö. Ich kann es dir enthüllen. Für ein wenig Silber. Karotten, ein Genuss. Schicke Frisur. Ja, okay. Zwiebeln, schauen wir doch mal. Fahrt zur Hölle! Nee, komm, wir spielen mal mit. Warum nicht? Welches Schicksal erwartet mich?
Die Nacht ist dunkel, ehe der Tag anbricht. Stark. Das Leben ist ein ständiges Auf und Ab, vor und zurück. Gott hat Pläne für dich, wie für alle anderen Erdengeschöpfe auch. Aber deine sind anders. Es steht in deiner Hand geschrieben. Ah ja, sie ist also die Erfinderin der Kalendersprüche. Wow, das ist ja fantastisch. Das beeindruckt mich nicht. Ja, nicht im geringsten. Hab Dank. Na komm, wir geben ihr ein paar Groschen da. Sie hat ja wahrscheinlich auch nichts. Komm, aber jetzt hier nicht alles, Heinrich, ne? Nicht alles weggeben. Nicht viele sind so freundlich wie du. Ja. Möge der Herrgott über dich wachen. Gott sei mit dir. Ist eh nicht unser Geld. Ein Groschen nur? Ah ja, es geht ja. Knoblauch, Karotten, rote Beete, Zwiebeln. So. Erstmal zum Vogt wieder, der ist doch hier und dann da oben, genau. Zack, zack, zack. Klopf, klopf. Da ist er. Hey, ich bin schon wieder. Ich brauche noch mal deine Hilfe. Gott sei mit dir. Kennst du Eliska? Die Frau des Kerls, der kürzlich gehängt wurde? Die jetzt beim Scharfrichter ist? Genau die. Das Leben kann hart sein. Ja. Und weißt du, ob sie hier in der Gegend Anverwandte hat? Woher soll ich das wissen? Nun, entschuldige mich, ich habe zu tun. Aha. Oh, der Heinrich ist im Reden. Haben wir 8 plus 4 sogar. Im Kämpfen ist der Vogt besser. Ich gehe kaputt. Auf die Fresse hauen konnten sie damals alle, ne? Eine Sache weniger, um die du dich kümmern müsstest. Hm? Wenn Eliska nicht beim Scharfrichter bleibt, hast du eine Sorge weniger. Jesus. Gut, dann frag doch den Schreiber. Danke. Hab Dank. Möge Gott über dich wachen. So, der schreibt doch hier drüben. Da ist er doch. Na, wieder auf dem Bein. Viel Gesundheit. Aha. Steht in deinen Aufzeichnungen geschrieben, wer wo lebt? Glaubst du etwa, wir füllen ein Buch über sowas? Die Leute vermehren sich wie die Karnickel. Aber ich dachte, dass im Rathaus, in den Büchern... Junge, Aufzeichnungen gibt es nur über Abkommen, Strafen, Besitzrechte und so weiter. Und wenn es nicht gerade um einen Edelmann geht, dann steht da erst recht nichts. Eliska wird darüber nicht erfreut sein. Eliska? Meinst du zufällig die, die in die Mischex eingeheiratet hat? Ja. Genau die. Genau, du kennst sie? Natürlich. Ich habe früher mit dem alten Mischek gewürfelt. Er hatte einen Sohn. Netter Junge. Wie geht es ihm? Ihr seid also ein Würfelmeister, ja? Bock auf eine Runde würfeln? Schreiber, Ling. Ihm geht's gut. Schön, das zu hören. Ich habe ihn immer gemocht. Und wo leben die Mischeks jetzt? Einen Katzensprung von Ratai entfernt, bei einem Fischteich. Danke. Hab dich wohl. Was hat er denn nochmal? Ach ja, oh, das Königreich Böhmen. Oh, hier kann man bestimmt... Also sind das auch Bücher, die er lesen kann, Heinrich? Nee, ne, das sind vermutlich hier nur... Infos für uns, wenn wir da mal irgendwo reingucken wollen. Aber das finde ich ganz cool. Die H.L. Wilgefortes. Die heilige Wilgefortes oder? Ah ja, da oben. Aha. Was klingt denn mal interessant? Die Markgrafenkriege? Gebetsbuch? Enthält zwei uralte Gebete. Herr, sei uns gnädig und ein Gebet zum heiligen Wenzel. Karl IV., König Sigismund von Ungarn, Königin Hofer Handschrift, aha, Libussa und Premüsel, finde ich lustig, keine Ahnung, noch nie gehört, wie Prinzessin Libussa einen Mann fand und die Dynastie der Premüsliden, so rum, begründete, das klingt interessant. Liebesgedichtsammlung, oh, Leute, das ist es. Jawohl, für Theresa. Komm, machen wir. Bisschen Kohle haben wir noch. Mythen und Rhetorik 3. Ah, das könnte man lernen. Da unten ist dann auch hier bei denen die Fortschrittleiste zu sehen.
Das kostet wie 500. Eieiei. Oh. Kann erst noch erreichen, wird Stufe 10 gelesen werden. Okay. Ja, geil. Aber da können wir doch noch mal, können wir da noch was machen, Herr Schreiber? Preis. Nun, versuchen wir es. 48, okay. Zufrieden? Darauf würde ich fast einschlagen. Fast. Okay. Endlich eine vernünftige Summe. Stark. 4 Silber oder Groschen gespart. Ja, perfekt. Top. Ich gehe da mal wieder, ne? Vielen Dank für die Infos. Moment. Also der Effekt mit diesem Glas, das haben die so unfassbar gut hinbekommen. Unglaublich. Wirklich top. Gar nicht wissen, wie viel Arbeit da reingeflossen ist, ey. Wahnsinn. So. Wie spät haben wir es denn? 16 Uhr. Ja, schon fast zu spät, um mit dem Trinken noch anzufangen, oder? Beste Grüße. Ach so, ich wollte ihm ein paar Groschen geben. Alles Gute. Habt ihr mir auch geschrieben, wir können immer mal wieder gegen die kämpfen, um Faustkampf zu trainieren. Das ist natürlich auch eine gute Idee. Ach, hier ist er wieder. Vielen Dank. Eine Gehhilfe. Lob sei Jesus Christus. Nein, sorry. Möge Gott über dich wachen. So. Hündchen ist da? Jawohl. Gurken, saftige Gurken. Spargel. Hier gibt's Gurken. Können wir mal für Theresa eine mitnehmen? So, und ich wollte. Wo war denn der Metzger? Der war da unten. Okay. Wegen dem gekochten Hasenfleisch. Das wollte ich doch loswerden. Da können wir vielleicht nochmal ein paar Groschen bekommen, die wir beim Würfeln direkt wieder verballern können. Ist er das nicht? Sind Sie der Wurstmeister? Hey, Wurstmeister. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich habe... Was? Okay. Dann hat er einen separaten Verkäufer. Ah ja. Ach ja, stimmt. Die Dame war's. Hallo. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich habe Hasenfleisch. Möge Gott über dich wachen. 1,4. Ja, geil. Kann man schon auch mit Jagen gehen, so ein bisschen Kohle machen. 67 bringt uns das. Wie viel Geld hat sie denn? 200, okay. Hühnchen. Okay, das bringt genauso viel wie Pferdefleisch. Oh. Ich habe mal eine Pferdewurst probiert, das ist schon ewig her. War echt nicht, also mir hat es nicht gefallen, aber kann auch an der Zubereitung gelegen haben, keine Ahnung. Rinderhüfte, oh. Können wir auf 70 gehen? Reden wir über den Preis. Ich brauche Geld fürs Würfeln. Nun, versuchen wir es. Stark. Halt. Endlich eine vernünftige Summe. Sind wir uns doch direkt einig. Freut mich, sehr gut. Ich könnte natürlich auch immer noch mehr rausquetschen, aber manchmal will ich es auch einfach nicht. Na, manchmal akzeptiere ich es direkt, wenn es eh nur ein geringer Betrag ist. So, haut schon hin. Okay, cool. Hasenfleisch schon mal losgeworden. Und dann, wo sind die anderen, mit denen wir reden müssen? Da hinten. Ah ja, stimmt, das hatte er uns ja erzählt von dieser Eliska oder wie sie hieß. Und hier... Ach ja, ach, das ist das Badehaus-Symbol. Das sehe ich ja jetzt zum ersten Mal hier links. Ergibt Sinn, dass das so aussieht, ja. Ach! Für einen Fackelumzug. Der Herr hat auch Fackeln. Ah ja. So. Jetzt will ich aber nochmal würfeln gehen. Konnten wir letzte Folge schon nicht machen, ey. Bin schon ganz zittrig, weil wir das eine Folge lang nicht machen konnten. So, gibt der Herr. Oh, Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Ja, tut mir leid. Eieiei. Ah, Mann, ey, das merken die sich doch. Da gibt's wieder besonders Ärger, wenn ich ohne Fackel hier nachts rumrenne. So, hier vorne ist das erste Wirtshaus mit einer Möglichkeit zum Würfeln. Nee, da sitzt keiner.
Oh, hier hat da einer eine Quest für uns. Halt. Ja, da wird auch noch nicht gewürfelt. Ah, da oben hat einer eine Aufgabe. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier gab es doch irgendwo einen Durchgang. Ach nee, das war genau der für hier unten. Stimmt, für den Bogenmeister da hinten. Das Buch mit den Liebesgedichten schauen wir uns noch an. Okay, dann reiten wir mal kurz rum. Hoch in die Burg. Das muss hier drin irgendwo sein. Oh, 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 oh. Vielleicht oben? Was war das denn? Hier vielleicht? Darf ich hier rein oder ist das auch wieder verboten? Was war hier gerade mit Lesen? Ah, ach so, das Gemälde. Njalmoland. Aha. Naja gut, hier haben wir theoretisch nichts verloren. Geht's hier noch höher? Nee. Ach, es ist er dort hinten. Ja, hier. Ach, Herr Hanusch. Der Herr sei gepriesen. Was führt dich zu mir? Ja, wir sind da. Herr, ich habe den Uschitzer Pfarrer getroffen. Ein äußerst interessanter Mensch. Oh ja, hast du ihn mit dem Schwert gesehen? Nicht schlecht für einen Geistlichen, nicht wahr? Gerüchten zufolge beschloss er nach der Klosterschule, in die sein Vater ihn geschickt hatte, dem Glaubensleben den Rücken zu kehren und in fremde Gefilde zu verschwinden. Er soll sich als Söldner verdingt und sogar gegen die Türken in der Schlacht auf dem Amselfeld gekämpft haben. Und plötzlich kam er zurück und ließ sich hier nieder. Gewiss kostete das seine Familie reichlich. Aber er ist rechtschaffend und ich schätze ihn. Ich mag Pfarrer, die wirklich etwas von Lastern verstehen. Heinrich, du kommst gerade recht. Ich benötige deine Hilfe. Worum geht es, Herr? Ach, des Erzbischofs Vikars nach Uschitze gekommen. Oh, mir ist nicht gewahr, warum genau, aber Gerüchten zufolge ist er auf der Suche nach Ketzern. Was offen gesagt für mich noch nie etwas Gutes bedeutet hat. Was? Doch nicht nach unserer Ansprache neulich. Verzeih, Herr, aber mit kirchlichen Ämtern kenne ich mich nicht aus. Was genau tut ein Vikar? Muss dir nicht peinlich sein. Die Kirchenhierarchie ist das reinste Teufelswerk. Vikar ist die Kurzform für Vikarius. Es bedeutet Stellvertreter. Er darf uneingeschränkt im Namen seines Vorgesetzten handeln. Verstehe. In diesem Fall ist der Vorgesetzte bedauerlicherweise Erzbischof Spinko Hase von Hasenburg. Sorry, Hase von Hasenburg. Das ist ja auch toll. Und was soll ich mit ihm machen? Finde zuerst heraus, weshalb er wirklich hier ist. Womöglich jagt er tatsächlich Ketzer. Und das wäre gar nicht gut. Es ist aber gleichsam möglich, dass er mein Anwesen inspizieren will. Was noch schlimmer wäre. Ich verstehe. Und was weiter? Das Beste für mich und alle anderen wäre, wenn er seine Sachen packen und nach Prag zurückkehren würde. Und wie soll ich ihn dazu ermutigen? Ich kann ihn nicht einfach verjagen. Aber wenn du ihn davon überzeugen könntest, dass es hier nichts zu finden gibt, wäre er im Nu auf und davon. Sag ihm, ich habe dich geschickt, um ihm zu assistieren. Ich verstehe. Ich soll ihm also dabei helfen, nichts zu finden. Ganz recht. Das hört sich doch gut an. Ich werde mich gleich darum kümmern. Wir haben noch wichtigere Sachen zu erledigen. Was, wenn es hier wirklich Ketzer gibt? Und was, wenn hier wirklich Ketzer sind? Mein Junge, hast du jemals einen Ketzer gesehen? Nein.
Na siehst du, ich auch nicht. Die meiste Zeit erfinden die Prälaten sie einfach, um die Leute zu ängstigen. Setze also nicht allzu viel Vertrauen in ihre Existenz. Aber wenn er wirklich welche findet, dann kümmere dich um sie. Aber stelle sicher, dass dieser Drecksack von hier verschwindet. Mir fällt gerade was ein, da müssen wir gleich mal nachschauen. Liegst du mit dem Erzbischof irgendwie im Streit, Herr? Nein, ich habe ihn nie gesehen. Aber es gibt keine Garantie, dass er es nicht auf mein Anwesen abgesehen hat. Wie sollte er es denn in die Finger bekommen? Erzbischöfe haben lange Finger, mein Junge. Und jetzt, ganz ohne den König, ist das die Gelegenheit, einen netten kleinen Hort anzuhäufen. Glaub mir, ich weiß das. In Prag sagt man sich, dass er ein Narr wäre, aber das bezweifle ich. Weshalb? Das ganze Adelsgeschlecht ist furchtbar durchtrieben. Ich weiß das besser als die meisten. Aha. Ich werde mich sogleich darum kümmern. Viel Glück, Junge. Und sei vorsichtig. Geistliche sind hinterlistige Wiesel. Ich werde mich vorsehen, Herr Harnosch. Okay. Alles Gute. Du hast gelernt, Schlacht auf dem Amsfeld. Mist, das ist jetzt was anderes. Ach hier, Spinko Hase von Hasenburg. Ah ja, okay, für den Kodex sind das die Einträge. Alles gut bei dir? Ein guter Hund bist du. Hm? So ist's echt. Vielleicht hätte ich das ein oder andere Hasenfleisch aufheben sollen für ihn. Aber das vergammelt ja sowieso relativ schnell. Wobei, wir könnten das lernen, dass die Sachen länger halten. Folgsam 90, Geruchssinn 17. Okay. Gut, wie spät ist es? 17.30 Uhr ungefähr. So. Okay, ach ja, genau, was ich nachschauen wollte. Und zwar, wir haben doch... Hier. Ich habe doch neulich einen Kuman ziehen lassen. Das habe ich aber komplett verpeilt, dass wir die Ohren der Kuman 120 von Herr Robart bekommen. Herr Robart, der hängt doch eigentlich hier auch irgendwo rum. Ich hatte schon mal nach dem Ausschau gehalten. Jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher. Wir gucken nochmal nach. Hier stand irgendwo drin, wo der sich aufhält. Papst, nee. Hatte der noch einen anderen Namen? Mist. Ich dachte, der wäre hier unten in seiner... In der unteren Burg wäre der. Ich habe keinen Plan, ey. Weiß jemand, wo der Robart ist? Achso, ja, nee, doch, hier lang. So, dann könnten wir noch zu der Familie da hinten geradeaus hinreiten, aber ich will noch mal gucken, ob hier nicht der Würfelmeister da wäre. Weil dann würden wir für die Ohren pro Ohr 120 Groschen bekommen. Das wäre schon echt eine feine Sache. Aha, so, jetzt ist er fällig. Heute kriegt er ein paar vor den Sack. Würfelmeister am Arsch, jetzt kommt Heinrich. So, und bevor nachher wieder eine Wache vorbeikommt und ich keine Fackel anhab. Guten Tag. Ich würde gern würfeln. Lust auf ein Spiel? Nee, ich will die Kohle wieder drin haben. Komm direkt voll aufs Ganze. Weh, du bescheißt, Freundchen. Nein, ich bescheiße nicht. Ich will ehrlich gewinnen. So, da geht doch ganz gut los. Nee, oder? Ah ja, ich hätte die 5 noch mitnehmen können, aber ich hoffe noch mal auf noch eine 1. Na gut, eine 5 immerhin. Okay, gut, weiter. Er ist.
Ja, ich hatte gerade auch erst überlegt, nur eine 1 zu nehmen beim ersten Mal würfeln, weil ich dann nochmal 5 Mal die Chance auf eine 1 hätte statt 4 Mal, aber ich dachte mir, gut, erstmal 200 Punkte mitnehmen. Hm. Das war nix. Doch, das ist eine 1. Ach shit, doch, das wäre eine 2. Das war's für mich. Okay, gut. Drei, zwei, naja, immerhin, aber. Ja, ist okay, komm, nochmal 350. Er ist nicht so gut gerade. Nicht so gut. Ach du Scheiße, 3 Sechsen. Und 3 Vieren. Ach, leck mich doch am Arsch. Ach, komm schon. Nein, er darf nochmal. Aber jetzt wird's was. Scheiße. Du bist. Fuck. Oh, 3 Einsen. Yay. Die nehme ich mit. Okay. Du darfst. Wie geht es dir, Heiner? Das nehmen wir, das nageln wir mal fest, die 1000 Punkte jetzt hier. Ha. Mal sehen. Ja. Das mal kleine Brötchen backen, ha? 5. Jetzt du. Würfelt. Okay. Jau, 3 Einsen. Und du darfst. Nein. Ach, komm schon. Soll ich oder nicht? Nein, besser nicht. Ja, war nicht schlecht. Hat er gut gemacht. Oh, das ist aber erbärmlich hier. Oh, hatte ich 2, 3, 4, 5, 6? Shit. Hab ich nicht gesehen. Könnte sein. 2, 3, 4, 5 hätte ich. Na gut. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, okay, komm. 1000 Punkte fehlen uns dann noch. Na? Aber jetzt wird's was. Oh, liegen da 3 Einsen? Ach nee, Gott sei Dank. Ich dachte, er hat 3 Einsen. Mal sehen. Würfel nochmal. Fertig. Nee, würfel ruhig nochmal. Ah, 3-3. Naja, gut. Was bringt mich. Bring mir 3-3 in 300, ne? 350. Oder nehme ich nur die 5 und würfel nochmal neu aus? Shit. Oh. Was mache ich denn jetzt am liebsten? 350 Safe haben und danach auf 650 spekulieren oder nur die 5 nehmen und direkt noch auf mehr hoffen. Ich versuch's mal. Oder warte mal, kann ich nicht 2, 3... Nee, das geht nicht, ne? 2, 3, 4, 5, 6 bräuchten wir da noch. Jetzt nicht, da hat uns gerade einer gegrüßt. Wir können gerade nicht reden, tut mir leid, ich spiele hier gerade Würfeln. Wird das vielleicht noch was vor der Sperrstunde? So, wir nehmen mal nur die 5. 2 Einsen. Ich würfel nochmal. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Ja, eine 5 immerhin noch. Na gut, okay, hätte ich auch gerade die 350 nehmen können, aber wusste ich ja vorher nicht, wie es jetzt läuft. Ah, okay. Wie üblich. Komm, würfel nochmal. Aber jetzt wird's was. Oh. Oh. Kein Glück heute. Yes! Okay, das war gut für uns. Jetzt müssten wir nur noch mal ein bisschen Glück haben. 2, 3, 4, 5, 6 haben wir. Nice. Das ist doch auch eine Straße. Das hat doch neulich auch einer gemacht, oder nicht? 750 Punkte. Yes, wir haben gewonnen. Jawohl. Heilige Mutter Gottes, wieso bestrafst du mich? Stark. Habe ich immer ein bisschen von dem Geld wieder drin, was wir hier neulich verloren haben. Immerhin. Ja, gut gespielt. Gern geschehen. Und das war hier gerade eine ganz angenehme Lichtstimmung so.
die Sonne noch so leicht. Machen wir mal ein Foto. Naja, nachdem wir geredet haben, habe ich... Saß Hans nicht vor noch hier rum? Ah, hier ist er doch. Zapf mir ein Bier. Das Dach taugt nur noch als Zapf Feuerholz. Mir ein Bier. Auf der Nordseite sind die halben Dachsparren morsch. Hündchen? So, okay. Das war doch relativ erfolgreich. Ja, einmal so rückwärts ausparken. Okay, wie spät haben wir's? Aus Scarlet bin ich, ihr guten... Na, nee, ich reite nicht nochmal zum Wald. Das wäre jetzt zu weit. Müssen wir am morgigen Früh machen. So, wir können ja schon mal wieder den Rückweg antreten. Der Tag ist jetzt eh so gut wie vorbei. Wir könnten natürlich noch ein bisschen machen, aber ich wollte nochmal in dieses Liebesgedichtebuch reinschauen. Was da denn so drin steht und mit den anderen, wegen den Jobs, die wir hier noch zu vergeben haben, da quatschen wir demnächst mal mit denen. Das läuft ja nicht weg, denke ich. Wir könnten uns noch mal ein Bad gönnen. Aber es geht. Ich glaube, müssen wir nicht jeden Tag, ne? So dekadent sind wir nicht, um uns da jeden Tag einmal von oben bis unten waschen, wachsen und die Klamotten reinigen zu lassen. So, da sind wir wieder. Hundi! Das ist auch gut gemacht, dass der einfach draußen bleibt und nicht mit in die Häuser reingeht. Nicht schlecht, gefällt mir. So, einmal Inventar. Laue Nacht, du laue Nacht, verweile nicht, solange schon sehn ich ihr Gesicht, allein ihr Wort. Halt meine Brust, wer weckt nun mir die Liebeslust? Mein Herz vergeht in Sorg und Pein, schwillt an, ob bitterer Sehnsucht mein, denn ließ ich meine Liebe ziehen, wollt's nicht und musste doch entfliehen. Gott, lass mein Harren nicht zwecklos sein, bring mir doch meine Liebe heim, o Gnadenvoller, ich will nur sie, eine andere lieben möcht ich nie. Oh, das ist aber schön. Okay, hier gibt es noch viele andere. Cool. Dann nehmen wir uns die anderen ein anderes Mal vor. Das gefällt mir. Schön. Immer mal so ein kleines Gedicht und dann pennen wir wieder bis morgen früh. 9 Stunden Schlaf. Das ist so die Hälfte, die der Heinrich braucht am Tag, um dann richtig fit zu sein. Und dann können wir dann direkt morgen früh nochmal in den Wald rüber huschen. Die letzte Nachtigall suchen. Sollte ja noch klappen, ne? Ich glaube, so bis um 9 vielleicht waren die aktiv oder so. Auf jeden Fall hat es gut funktioniert. Mit den beiden, die wir schon haben. Plupp. Sind, glaube ich, auch eine Stunde früher dran, als wir heute hier begonnen haben. Also die anderen beiden schlafen noch. Macht aber einer Krach da draußen. Ach, hey, alles gut. Hundi, alles gut. Wir sind ja da. Okay, ich kann gerade nicht mit ihm reden. Köter? Köter? Ah ja. Vielleicht hing er da nur kurz fest. Braver Junge. Ja, wuff, wuff. So ist's echt. Genau. Sehr schön. Okay. Gut, leider haben wir gerade nichts zum Frühstück. Weder für uns, noch für ihn, noch für Pebbles. Gut, Pebbles hat sich hier vielleicht schon woanders bedient. Gut, dann war's das für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.